Hallo miteinander, mein Name ist Silvia Meier und ich bin eine von 2 Millionen Betroffenen in der Schweiz. Und zwar betroffen von Rheuma. Rheuma bringt nicht nur Schmerzen mit sich, sondern oftmals finanzielle Sorgen, die nicht von einer IV oder einer Krankenkasse oder Sozialhilfe unterstützt werden. Aber Rheuma Liga hat speziell einen SOS-Fonds eingerichtet für Betroffene, um in schwierigen Zeiten zu helfen. Heute gebe ich meine Stimme an Walter F. Er hat um einen Beitrag aus dem SOS-Fonds gebeten. Ich bin Walter F., 63 Jahre und von Beruf Landwirt. Vor 3 Jahren bin ich beim Strohabladen 4 Meter tief gefallen. Durch die Verletzung am Rücken habe ich chronische Rückenschmerzen. Ich kann mich nicht mehr wie vor dem Unfall bewegen. Um nicht zu stürzen, brauche ich eine barrierefreie Dusche im Badezimmer. Trotz Unterstützung von der IV fehlen noch immer 1000 Franken. Ich und meine Familie würden sich sehr über eine Unterstützung freuen. Einige von meinen Patienten sind chronisch krank. Die betroffenen Patienten können oft nicht mehr arbeiten oder nur noch Teilzeit arbeiten. Das schloss sich dramatisch auf ihre finanzielle Situation nieder. Seit über 20 Jahren haben wir einen SOS-Fonds und haben schon vielen unter die Arme greifen. Leider ist der Fonds jetzt leer und das ist wirklich sehr schade, weil wir möchten gerne weiterhin direkt und unkompliziert unterstützen. Helfen Sie uns, den Fonds wieder aufzufüllen. Es ist ganz einfach. Spendet für unser Crowdfunding-Projekt unter lokalhelden.ch und teilt das Video mit euren Freunden und Verwandten. Ich unterstütze den SOS-Fonds der Rheuma Liga, damit auch ärmere Rheuma-Betroffene bei notwendigen Anschaffungen nicht zu kurz kommen. Ihre Spende macht den Unterschied. Hilf mit deiner Spende, das Leben von Rheuma-Betroffenen lebenswerter zu machen. Hilf auch du.